Okay, das hat auch funktioniert. Ja, dann nochmal ein herzliches Willkommen an all diejenigen, die eben gerade noch dazu gestoßen sind. Und ich darf vielleicht ja schon gleich an Marcel und Antonio übergeben. Ja, wie ist eigentlich jetzt das Wetter? Bei uns liegt ja ziemlich viel Schnee, wie ihr vielleicht gehört habt, und ihr habt wahrscheinlich das Gegenteil, oder? How is the weather here? Okay. So, good evening from Beira, Sofala, Mozambique. How are you all? Herzliche Grüße aus Sofala, Mosambik. Wie geht es euch? Yeah, so thank you and very happy to see you all. The weather here in Sofala, particularly these days, it's raining. Once in a while, but we also use it to have a lot of heat by, since we got here, I think it was on a Sunday and on and Monday. Yeah, so a lot of heat, but we know already we are now in the rainy season. It is, yeah. Ja, ganz herzliche Grüße. Ich freue mich sehr, euch zu sehen. Wir fangen hier so ein bisschen an, in die Regensaison einzusteigen mit erstem Regen, aber wir hatten in Sofala in der Region sehr viel Hitze in den letzten Tagen. Also es war richtig heiß, so ergänzend zwischen 30 und 40 Grad. Yeah, but now we know if for us in Mozambique, from October to January, we used to have a lot of rain. So for this year it is a little bit strange, maybe climate impacts. Yeah, the rain has delayed a lot, so now it is starting raining here in Sofala, and yeah, but everything is fine apart from the heat that we have witnessed. Yeah, thank you. Ja, also der Regen hat angefangen, aber verspätet. Wir haben, ja, Klima verändert sich. Wir haben normalerweise von Oktober bis Januar ungefähr Regenzeit und es fängt jetzt gerade so ein bisschen an zu regnen. So, thank you very much. Aber wenn Wo es regnet. genau seid ihr denn in Mosambik, dass wir uns das vorstellen können? Seid ihr Wir in der sind Mitte des circa Landes weiter höher? 770 Kilometer nördlich von der Hauptstadt Maputo, auch am Meer. Einfach wenn man die Ostküste von Maputo rauf geht, 700 Kilometer Canberra, und dort sind wir zurzeit. Ja, wir würden vielleicht kurz damit beginnen, dass ihr ein bisschen uns vorstellt, worum geht es bei dem Kukwitza-Projekt. Das ist ja eines der Projekte, welches auch in der diesjährigen Weihnachtsaktion von ADRA eben mit unterstützt wird, und dass ihr uns ein bisschen was erzählt und dass wir dann im Anschluss quasi das Plenum öffnen, dass die Spender und Interessierten und Zuhörer euch Fragen stellen können. Aber es wäre super, wenn ihr uns ein bisschen erzählen könnt, was die Ziele des Projektes ist, was der Status momentan ist. Genau. Vielleicht vorab schnell. Wir haben jetzt das Kukwitza 1-Projekt per Ende dieses Jahr abgeschlossen. Wir haben jetzt diese Woche haben wir die Evaluierungsworkshops gehabt mit den Begünstigten, mit Leuten vom Staat, mit auch unseren eigenen Projektleuten. Und da sind einige gute Geschichten rausgekommen. Also das Projekt, you tell a little bit. What are the goals? What is the content of the project? Okay, so the Kwiza project, its main goal was to contribute for food security and nutritional improvement of the population in Nyamatanda district. Das Ziel war es, also zur Nahrungssicherung der Bevölkerung in diesem Namatanda-Distrikt beizutragen. So apart from the agriculture component, Es gab eine landwirtschaftliche Komponente. we also touched environment aspects, since we are in an area which is prone to disaster risk.
Und neben der Landwirtschaft haben wir auch Umweltaspekte angegangen, weil es eine Region ist, die sehr oft von Unwetterkatastrophen getroffen wird. So we under the project we established a community disaster risk management. Wir haben in den Dörfern auf Dorfebene Gruppen oder Verantwortliche aufgebaut, die für die Risikominimierung bei Katastrophen, also für Katastrophenschutz verantwortlich sind. We also established natural resource management committees. Wir haben auch Komitees aufgebaut, die die natürlichen Ressourcen managen, zum Beispiel den Wasserverbrauch als Beispiel. For instance, the natural resource management committees, which are in the community now running, they oversee the environmental side, sensitizing the community for not cutting down the trees, reforesting the area, which is, which Not needs, burning. not burning also. Dieses Komitee kommuniziert auch ganz eng mit den Dorfgemeinschaften, bildet die Leute und sendet, bildet sie aus, dass sie zum Beispiel nicht einfach Felder abbrennen, um sie zu roden, dass Bäume nicht geschlagen werden, frische Bäume für Feuerholz oder dass auch wieder Regionen aufgeforstet werden, um das Grundwasser zurückzuholen. But also, since we are working with the vulnerable areas, not many people were aware of the financial literacy. So we also established VSLA groups within the community, so that Wir arbeiten in einer sehr verwundbaren Region, wo die Leute nicht viel Ausbildung haben. Und so haben wir auch die Familien in Finanzen, Haushaltsfinanzen oder Unternehmensfinanzen ausgebildet, dass sie lernen, wie man mit Geld umgeht, wie man Geld verwaltet. Und wir haben Spargruppen und Kleinkreditgruppen auf Dorfebene aufgebaut. Yeah, so these were the areas that we touched during the, within the project implementation in Nyamatanda District. Das waren so die Bereiche, die wir während dem dreijährigen Projekt in diesem Distrikt Namatanda, an denen wir gearbeitet haben. So, in terms of the structure, teamwork, we as ADRA, we were not working alone, we were working with another CBO called Livaningo, which stands for environment, component. Von der Projektstruktur her haben wir nicht alleine gearbeitet, es hat ADRA in den Dörfern gearbeitet, aber wir haben mit einer lokal basierten Organisation zusammengearbeitet, die heißt Livaningo und die waren spezialisiert auf diesen ganzen Umweltaspekt. And also I forgot, under the environmental component, we also established, we also promoted improved stocks. Genau. Und was ich noch vergessen habe zu sagen, unter dieser Umweltkomponente haben wir auch verbesserte Energiesparöfen beworben und gebaut in den Dörfern, dass einfach viel weniger Holz für Feuerholz zum Kochen abgeschlagen wird. Ja, Wie kann man sich denn so einen Energiesparofen vorstellen, Antonio? Kannst du beschreiben, wie schaut der How does aus? such a fuel efficient stove look like? Okay. Actually, I was going there, but it is good. Thank you. Also ich Okay. wollte darauf hinzukommen. Dankeschön, ja. Yeah. The improved stove, it consumes less firewood because those communities they use the firewood for fuel to cook the food to prepare, you see. So they improve the stove, they consume less firewood. Also diese verbesserten Öfen, die verbrauchen viel weniger Feuerholz, weil die Dorfgemeinschaften dort mit Holz kochen. The idea behind using less firewood is that they do not make a lot of pressure to the forest because they cut down what are trees to so that they can get firewood. So the more they use firewood, this means
more trees are cut down. So the improved stove approach is more to reduce the quantity of firewood used per household. Und das Ziel von diesen Öfen ist, dass weniger Holz abgeschlagen wird, weil einfach die Familien abhängig sind noch vom Holzkonsum zum Kochen. Vielleicht noch ergänzend dazu. Also diese Öfen, die sind geschlossen. Vorher waren das einfach Feuerstellen, offene Feuerstellen, und die Hitze ist nach außen weggegangen. Und jetzt haben wir geschlossene Öfen, die die Hitze behalten und entsprechend eben weniger Feuerholz brauchen. Und die Familien brauchen auch ergänzend viel weniger Zeit, um Holz zu sammeln. Ja. Also die sparen viele Stunden am Tag oder in der Woche. Okay. Also, these improved stoves, they are made of the local clay. Die werden mit lokalem Ton hergestellt. And you know what we are also trying to pursue with that improved stove is that there is no a lot of pollution based on the smoke. Und was ein anderer Vorteil ist auch, dass es viel weniger Rauch produziert beim Kochen, was halt für die Gesundheit sehr wichtig ist, wenn in den Häusern, in den Hütten gekocht wird. Ja. Yeah. So this is a brief summary of the activities that we targeted, and maybe we can add on the disaster risk management committees we established during the project implementation. Das war ein Überblick, und ich möchte jetzt noch mal kurz auf diese Komitees zurückkommen, die das Katastrophenrisiko oder im Katastrophenschutz arbeiten. So those disaster risk management committees, they are meant to facilitate the communication between the government at district level to the population in the area. So there was that gap of information dissemination. Okay, wir hatten bei Vorkatastrophen oder generell hatten wir ein Gap, also ein Problem, dass die Kommunikation zwischen der Regierung und den Dorfgemeinschaften, die sehr wirklich auf dem Land draußen wohnen, nicht funktioniert hat. Und diese Komitees, die stellen praktisch sicher, dass Nachrichten von der Regierung in die Dörfer hineinkommen. So we train, we equip those disaster risk management committees. Wir haben diese Komitees ausgebildet und gegründet. The equipment was, the knowledge, information, and also the material itself for them to run the activities as a committee. Die haben ihre Aufgabe gelernt, aber sie haben auch Material bekommen, was sie gebraucht haben, um die Bevölkerung zu sensibilisieren oder um effektiv auch Katastrophenschutz sicherzustellen. They were also, they were also trained in terms of, how to measures of precaution if there is any climate event coming. Die haben auch Vorsorgemaßnahmen gelernt, falls irgendein Klimaereignis stattfindet, wie Wirbelstürme zum Beispiel mit schweren Regenfällen, Überflutungen oder Sturm. You may also wonder, why are we, why did we include the disaster risk management committees in the communities? Ihr wundert euch vielleicht, warum haben wir das gemacht? Also warum haben wir Katastrophenschutz in den Dörfern aufgebaut? Yeah, because the area is prone to to floods, is prone to cyclones. Weil es in der Region immer wieder Überschwemmungen und Wirbelstürme, Zyklone gibt. Just for you to be aware, within the, from 2020 to 2023, there were almost four cyclones. Also zwischen 2020 und 2023 gab es vier Zyklone dort in der Region. Yeah, the most recently happened in February this year, which was called the Freddy cyclone. Der letzte war im Februar von diesem Jahr und der hieß Cyclone Freddy. So we thought there was a need for the community to be aware, since they are living in a prone area to cyclones and floodings, so that they may be aware and how to respond to those events.
Und es war wichtig, dass die Dorfgemeinschaften einfach wissen, wie sie, wenn so ein Zyklon hereinzieht, zum Beispiel, wie sie sich verhalten, wie sie ihr Vieh in Sicherheit bringen und sich selber auch, vor allem die, die in tiefen Regionen leben, wie sie an sichere Orte kommen. Antonio, ganz kurz, es gibt eine, Antonio, short break, because there is a question from Peter. Okay. Peter, darf ich dich bitten? Du Du bist bist stumm geschaltet. noch stumm geschaltet. Ganz richtig, ja, sorry. Antonio, ich habe die Frage, wie kann ich mir das praktisch vorstellen, dass die Leute im Dorf informiert werden? Geht man da zu Fuß hin, ruft man an oder wie wird das gemacht? Und wenn ein Desaster ist. Ah, okay. So, there is a structure established already within the Disaster Risk Management Committee. Es gibt eine Struktur, die in diesem Disaster Risk Risikokomitee aufgebaut ist. At the national high level of Mozambique, Auf Landesniveau von Mosambik. we have the National Institute for Disaster Risk Reduction. Da gibt es ein nationales Institut zur Reduktion von Risiko von Katastrophen. So that institution stands for, you know, for anticipation for weather events, everything they coordinate they first. Also die koordinieren Wetterereignisse, die kommen und geben die Info weiter. But then when you come down, you have a provincial level. Und regional level. Okay, We und have dann gibt national, high level national. We have a provincial level. We have a district level where we are working in Nyamatanda. That is a district level. Okay, dann gibt es das regionale oder Provinzlevel und dann gibt es das auf Distriktebene. Okay. So what when the information comes from the high level, the National Institute for Disaster Risk Reduction Management. Wenn also die Information vom nationalen Niveau runterkommt. It is shared until the district level. Dann wird sie bis auf Distriktlevel praktisch geteilt. So from the district level, you have the Disaster Risk Management Committee, which is based in the community. Und dann auf Distriktniveau gibt es diese Desaster-Komitees, die in den Dörfern platziert sind. So we are saying the disaster risk management is the bridge between the population, the broad population within the community with the district level government. So Das heißt, die Leute sind die Brücke zum Distrikt. how from the disaster risk management can the information goes to each other? Yes. Dieses So Megafon already. now, when you ask me how that information can go to the population, Wie kommt jetzt die Information zur Bevölkerung? the Disaster Risk Management Committee, Das Komitee. in terms of structure, it has 18 members. 18 members. Sie haben 18 Mitglieder. So each member has got a specific role. Und jedes Mitglied hat eine besondere Rolle. There are those who stand for evacuation. Es gibt solche, die für Evakuierung zuständig There sind. are those who disseminate using a megaphone. Dann gibt es solche, die mit Megafon die Informationen verbreiten. So within the project, we bought those equipment to make easy the task of the person who stands for informing, disseminating the information in the Okay, community. und im Projekt haben wir zum Beispiel die Ausrüstung gekauft, dass die Person, die mit Megafon die Leute informiert, das machen kann. But also apart from the megaphone, Aber also außerhalb der Megafons? they work with the community leader structure. Arbeiten die auch über die Leiter der Dorfgemeinschaften? For instance, if they hear that is coming a cyclone on that month, Wenn Sie zum Beispiel hören, dass ein Zyklon heranzieht, they will call for a meeting of the whole population to a certain place to where they can gather.
Okay, dann rufen Sie die gesamte Bevölkerung an einem bestimmten Punkt zusammen. The Disaster Risk Management Committee will explain which is the area identified for the community to leave, to abandon the prone areas where the cyclone may be passing through, to go very early to that specific safe place. Okay, und Sie informieren zum Beispiel die Bevölkerung, welche Region wahrscheinlich überschwemmt wird, besonders betroffen wird, also gefährdet ist, und informiert die Bevölkerung auch, in welche Region sie gehen sollten, um in Sicherheit zu sein. So, they also inform in terms of the routes to be used in case any, you know, any disaster occurs. Sie geben ihnen auch die Wege an, die sie verwenden sollten, wenn irgendeine Katastrophe auftritt. So this is how the information is passed, you know, from the high level to provincial and district level until the community level. So läuft praktisch die Information vom nationalen über regionale und Distrikt in die Dörfer hinunter. Wenn es um diese Disaster Risk Management Committees geht, dieses Projekt läuft jetzt seit 2020 bis 2023. Das sind jetzt diese 3 Jahre, wo dieses Projekt jetzt zu Ende kommt. Und ein wenig vor diesem Projekt war der Cyclone Idai, könnt ihr möglicherweise euch noch erinnern. Da gab es 10 Tote bei diesem Zyklon in unserer Region, wo wir arbeiten. Und die letzten 4 Zyklone, wo die Leute jetzt ausgebildet sind und Frühwarnsysteme funktionieren, gab es gar keine Toten mehr. Das ist schon. Was? Thank you, Antonio. I got it now. Okay, thank you very much. Thank you very much. But you know, now since I you know, for me and on behalf of ADRA Mozambique, I think this is a cross-learning meeting as well. We are now in a challenge. Also für mich, das ist jetzt auch so ein Learning-Treffen. Wir sind jetzt in einer Herausforderung. The challenge now for the disaster risk reduction committee. Die Herausforderung für diese Katastrophenschutzkomitees jetzt? Is that the way how they are working now, they are not sustainable. And I will explain. Wie sie jetzt funktionieren, ist es nicht wirklich nachhaltig. The members are working on, you know, as volunteers and they don't get anything as incentive. Die Mitglieder sind Freiwillige, arbeiten ehrenamtlich und bekommen nichts als besonderen Anreiz. So we are trying to see how to make those DRRC or the Disaster Risk Reduction Committees sustainable, so that even if as a project, as ADRA, we leave the community, they can continue doing what they are doing. Und wir arbeiten jetzt ganz besonders daran und schauen, was wir machen können, damit diese Komitees auch weiter funktionieren, wenn wir nicht da sind. Dazu muss man vielleicht sagen, die Leute arbeiten ehrenamtlich, aber die leben auf einer Basis, wo sie jeden Tag eigentlich ums Überleben kämpfen. Das heißt, die sind auf ein Einkommen jeden Tag wirklich angewiesen. Deswegen ist sich als Volunteer zu engagieren für die noch eine viel höhere Barriere als für uns jetzt in Österreich zum Beispiel. For instance, now we bought some equipment for them to operate, like megaphones, boots, gloves. But the question is, if we are not there, how are they going to survive? How are they going to, you know, to equip themselves when they don't have the materials? Also wir haben zum Beispiel Megafone gekauft, Handschuhe, Gummistiefel, solches Equipment. Und die Frage ist, wie funktioniert das weiter, wenn das ersetzt werden muss in der Zukunft? So, as and the government, we are trying to see what are the solutions so that we can apply for the disaster risk reduction committees to become sustainable and not rely only on our effort as a project, as a NGOs. Jetzt schauen wir zum Beispiel mit der Regierung zusammen, was wir machen können, um die zu verlinken, dass sie unterstützt werden, dass sie nicht nur von uns als Hilfsorganisation abhängig sind. Maybe some thoughts on how we can think
of the sustainability of the disaster risk reduction committees that we have already now in place in Nyamatanda, where we are implementing the project. Ja, vielleicht ein paar Gedanken eben, was wir machen können für die Nachhaltigkeit von solchen Komitees. Was vielleicht noch auch interessant ist, wir hatten ja jetzt diese Learning Workshops, wo wir das Projekt wirklich sehr kritisch auseinandergenommen haben und geschaut haben, was ist nicht gut gelaufen, was muss besser gemacht werden. Da haben wir auch die Wirkung des Projekts ein bisschen angeschaut. Und vielleicht ein genereller Abriss von diesem Projekt war, dass ein Großteil der Farmer, die wir haben in diesem Projekt, die waren noch food insecure. Die hatten nicht genügend Nahrungsmittel. Jetzt nach dem Projekt, also die hatten Hunger über mehrere Monate nach dem, nach der Ernte, wo die Ernte dann fertig gegessen ist, bis die neue Ernte kommt, Hunger. Und jetzt nach all diesen Jahren haben wir das komplett eliminiert. Also das gibt's nicht mehr. Die Leute haben einen Überschuss an Produktion und können das auf den Markt geben zum Verkauf. Und dieses Einkommen geht dafür für Haushaltssachen wie Schule, Medical Sachen und so weiter. Dazu vielleicht noch kurz ein, zwei Geschichten, die wir diese Wochen gehört haben. Eine Geschichte, unsere Mitarbeiter haben uns gesagt, Pupiza, das ist ja der Projekttitel, das ist mittlerweile eine Marke hier im Projektgebiet. Das ist nicht mehr einfach nur ein Projekttitel, das ist eine Marke. Der Staat, wenn Leute kommen, wenn Farmer kommen ins Landwirtschaftsministerium oder so und fragen, dann heißt es einfach, bitte Pupiza fragen. Oder Kopiza ist der Brand für bestimmtes Saatgut, was wir produziert haben im Projekt. Kopiza steht auch noch für andere Sachen. Es ist auch der Name von mehreren Kindern, habe ich gehört, in der letzten Woche mittlerweile in der Region. Gell? Es gab eine Mutter, die hat Zwillinge auf die Welt gebracht und das Mädchen hat sie Kukwiza genannt und den Jungen hat sie nach der Farmergruppe genannt, wo sie gelernt hat, ihre Farmenträge zu verbessern, Farmtechnologien zu machen. Also es ist sehr viel gelaufen in diesem Projekt in diesen 3 Jahren und die Leute sind wirklich sehr engagiert, um da ein bisschen den Leuten unter die Arme zu greifen. Aber es gab auch interne Wirkung. Wir hatten am Anfang einen Fahrer, der hat sich raufgearbeitet und ist heute technischer Mitarbeiter im Projekt. Also es sind auf verschiedenen Ebenen hat es Wirkung, das Projekt. Und die ADA, wir saßen hier vor einem Jahr in diesem Hotel, zusammen mit der österreichischen Entwicklungsagentur, also mit der Vertreterin. Und die war hin und weg von den Resultaten, die das Projekt hat. Und wir haben jetzt übers letzte Jahr ein Nachfolgeprojekt bekommen von der ADA und können da weitermachen. Wir waren gerade heute Abend bei meinem Kollegen da im Büro von der ADA. Der sagt, alles gut, aber die Farmer müssen jetzt auf einen anderen Level kommen. Das heißt, mehr kommerzialisieren, dass die Leute wirklich Einkommen haben, wie wir das in Europa auch kennen. Nicht nur einfach ein bisschen Sackgeld, dass sie ihre Haushaltsexpenses zahlen können, sondern dass da wirklich Einkommen generiert werden kann, wo die Leute ihr Haus bauen können, ihre Ländereien kaufen können, wenn sie nicht genügend Land haben und so weiter. Ja, danke Marcel. Gibt es vielleicht noch weitere Fragen von euch?
fühlt euch frei, Fragen zu stellen, entweder virtuell, wie der Peter das gemacht hat, die Hand zu heben, das findet ihr dort unter Reaktionen, oder einfach so die Hand aufzeigen. Wir sind ja eine kleine Gruppe, dann sehen wir das. Also wenn ihr Fragen habt oder euch ja tiefere Details noch interessieren, einfach fragen und aufzeigen kurz. Ja, es gibt eine Frage von euch, Rosi und Walter, bitte. Ja, wie groß ist etwa so eine Dorfgemeinschaft dort? Wie kann man sich das vorstellen? Wie viele Personen sind in so einem Dorf? It depends. Das ist eine Range von ein paar wenigen Haushalten, aber meistens sind das so zwischen 20, 30, 40 Haushalte, die da zusammen also sind. Eher klein. Ja, das ist klein. Das ist klein. Mhm. Das ist sehr eine ländliche Region hier. Ihr müsst euch vorstellen, also wenn ihr dann vielleicht später ein bisschen Google Map anschaut, da gibt es diesen Gorongoso Nationalpark, der ist hier ganz in der Nähe. Und wir arbeiten mit den Ärmsten der Armen, die sich in dieser Pufferzone ansiedeln, weil sie sonst kaum irgendwo ein Stück Land kriegen und bleiben können. Diese Pufferzonen zum Nationalpark sind sehr gefährlich, weil natürlich die wilden Tiere in diese Pufferzone reinkommen. Und gerade jetzt, wo zum Beispiel Mango-Saison ist, wir waren heute noch eine Tree-Nursery anschauen, wie sagt man dem? Baumschule. Eine Baumschule von uns, wo jetzt in dieser einen Baumschule 15.000 kleine Pflanzen produziert wurden, um diesen Gürtel, um den Nationalpark zu intensivieren, damit die Tiere nicht so rauskommen. Und dieser Gürtel, da bauen die Leute an. Und in dieser Baumschule haben wir gesehen, Elefantenabdrücke, die an die Mangos rangehen. Und es ist wirklich mühsam für die Menschen. Es ist gefährlich. Aber die Elefanten kommen raus und holen sich alles, was sie Hunger haben, was sie gerne essen. Und jetzt in der Mango-Saison, da gehen sie einfach querfeldein und holen sich alles. Aber es ist, ja, und diese Dorfgemeinschaften sind sehr stark verstreut in dieser Region. Ja. Und ihr habt mehrere Dorfgemeinschaften? Ja, wir haben 80 oder 90. Oh, so viele. Wie viele Leute sind ungefähr im Projekt? Wir haben, glaube ich, 6.000 oder 7.000 so in dieser Region. Aber, das ist vielleicht auch noch interessant, diese Ärmsten der Armen, mit denen wir hier zusammenarbeiten, Replication of information. You may tell us how they replicate information. Okay. So, on the information replication, let us pick the case of agriculture activities. Mm-hmm. Ich möchte euch erzählen jetzt, wie wird die Information an so viele tausend Kleinbauern weitergegeben, am Beispiel von den Landwirtschaftsaktivitäten? The approach we are using is the farmer field school. Wir arbeiten mit Bauernfeldschulen. So, the farmer field school is meant to be a school where people are taught through our technicians, agriculture technicians. Die Idee ist, dass die Familien in diesen Feldschulen über unsere Landwirtschaftstechniker lernen. So, the idea is that those people, once they are trained and they have exercise, because that is a farm, that is a demonstration farm. So, after they get that information, they have exercise on how to seed, on how to, you know, to apply the agriculture-based practices or conservation farming. They will do that, or they do that for the household.
Also wir haben so eine Demonstrationsfarm eigentlich, ein Demonstrationsfeld, wo ausgewählte Familien lernen und beobachten können, wie sich die Pflanzen entwickeln, zum Beispiel konservierende Landwirtschaft, Kompost und verschiedene Techniken. Und dann ist die Idee, dass sie das auf ihren eigenen Feldern anwenden. For instance, today we visited one of the farmer field school. Heute haben wir zum Beispiel eine dieser Feldschulen besucht. So we saw the demonstration farm. Wir haben das Demonstrationsfeld gesehen. And in the neighbor, in another side, there was a huge, a big farm of one of the beneficiaries. Und nebendran oder in der Nachbarschaft war ein riesiger Bauernbetrieb von einem der Projektbegünstigten. We could see, lines, maize in a line. Wir haben gesehen, wie Mais richtig schön in der Linie gesät war. We could also see the permanent basins. For those who are not agriculture or producers here may not understand the permanent basin, but I can explain Marcel, kannst du das übersetzen? Das habe ich nicht verstanden. Ja, er hat gesagt, dass dann nach verschiedenen Methoden angebaut wird, um eben die Landwirtschaftserträge zu steigern. Und da gibt es, weil diese Felder zu groß sind, um da zu pflügen, die Leute haben keinen Pflug, da gibt es keine Traktoren, da gibt es keine richtigen Werkzeuge. Da werden in regelmäßigen Abständen wird da ein solches kleines Loch gegraben, das wird dann mit Dünger und Erde gefüllt und dort kommt der Samen rein und dann hat der Samen hat ein gutes Umfeld zum Wachsen, aber der Rest vom Feld bleibt halt einfach Feld. Also, there is now a reduction of burning, grass burning. We could not see any grass burning or burning. Es wird auch viel weniger einfach Gras abgebrannt. Which for us is one of the impact of the project, because those communities use it to burn the grass when they are plowing. Okay, das ist wirklich eine Wirkung vom Projekt, weil diese Dorfgemeinschaften früher einfach das Gras zum Pflügen abgebrannt haben oder zum So, Roden. the farmer field school is the place where the population, the beneficiaries gathered and learn on the, they are taught so that they also take it and replicate. And we could in our field visit, we could see the replication, the way how they are seeding, which indicates that they are fully aware. Also Sie haben praktisch in dieser Feldschule, können Sie das praktisch lernen, Sie können beobachten, was der Effekt ist von den verschiedenen Anbaumethoden und dann können Sie es auf Ihren eigenen Feldern replizieren. Und das sehen wir, Und das haben wir wirklich beobachten können, dass Sie das auch machen. das Schöne an der ganzen Sache ist eben diese 6.000, 7.000 begünstigten Farmer, die wir haben, die gehen raus und erzählen das ihren Nachbarn und ihren Freunden überall, dass sie hier einen enormen Mehrwert kriegen mit wesentlich erhöhtem Ertrag. Und so ist das Projekt auf eine viel größere Fläche erweitert, wo einfach wesentlich mehr Menschen an die Infos rankommen, wie richtig angebaut wird. Man muss sich vorstellen, hier auf dem Land, da hat man einfach irgendwie unstrukturiert durcheinander hat man angebaut. Und das hat den Ertrag sehr stark minimiert. Und nur das strukturierte Anbauen allein erhöht den Ertrag schon. Und die Leute sind da natürlich super glücklich. Und ihr habt auch daran gearbeitet, das sauber zu lagern, oder? Den Ertrag zum Beispiel. Ja, da sind wir dran. Das hat nicht alles prima funktioniert. Wir haben Lagerräume gebaut, aber die Türen haben nicht richtig verschlossen und da kommen trotzdem Insekten rein und so.
Und das ist noch nicht ganz ideal. Es wird im nächsten, in der nächsten Phase müssen wir das intensivieren. Okay. Ja, gibt es weitere Fragen noch von euch zu diesen Bauern, Musterfeldern oder Bauern, Schulfeldern, Peter? Ja, diese Vorratshaltung, die jetzt zuletzt angesprochen worden ist, geht es da eher um Getreide oder geht es da eher um Früchte? Beides. Jetzt in der Regenzeit wird vor allem Mais und auch Sorghum und Ähnliches angebaut. Und in der Trockenzeit kommen dann das Gemüse dran. Also sie wechseln da ab. Und ganz spannend, ich habe heute da in der Region Namatanda haben wir nur Mais gesehen. Nur Mais. Und da krabbeln die Grasshoppers krabbeln da zu Tausenden rum. Das ist eine richtige Plage da. Und wir haben gesehen, dass da zurzeit gar nichts anderes angebaut werden kann als nur Mais, weil das die resistentesten Pflanzen sind gegen diese Grashüpfer. Sobald dann im Jänner die Grashüpfer wieder weg sind, werden da zwischen dem Mais auch noch Bohnen und anderes angebaut, um den Anbau zu anzureiten. Aber es ist echt eine Plage. Also da hat's die Grashüpfer, die sind so groß, fressen da alles kahl. Ja, noch eine Frage bitte. Einmal oder zweimal im Jahr ernten? Oder wie läuft es bei Ihnen vom Klima her? Drei Ernten. Drei? Ja, das ist hier rund ums Jahr ist das natürlich warm hier. Einmal ist es eher trocken, das andere Mal ist es halt nass. Aber jetzt im Sommer ist es einfach fast 40 Grad, im Winter hat es nur 20 Grad. Ja. Vom Ewald ist noch eine Frage. Ewald, bitte. Ja. Gibt es da eine Möglichkeit, dass man diesen Grasshoppers, also Heuschrecken, da irgendwie Einhalt gebieten kann oder irgendwie, dass da irgendwie auf naturaler Ebene oder so, gibt es da etwas? Genau diese Frage habe ich heute auch gestellt. Alles gut. gibt es nicht. Mit Chemikalien kann man diese Tiere vertreiben, aber sie kommen trotzdem wieder zurück. Ja. Und Chemikalien wollen wir überhaupt nicht in den Feldern. Ja, ist klar, das ist ja, deswegen habe ich ja gefragt, ob es da für naturale Möglichkeiten gibt. Oder Biopestizide nützt gar nichts. Die Tiere sind so groß, also da braucht es relativ viel Material, um diese Tiere kaputt zu machen. Und die Leute haben gelernt zu leben damit und warten, bis sie halt wieder weg sind. Wow. Aber ich glaube, für die Elefantenabwehr, da gibt es etwas Natürliches. Habe ich das so richtig im Kopf, dass man Elefanten, Wildelefanten auch mit Bienen fernhalten kann, etwas? Ja, ja. Das wäre mir ein besonderes Anliegen, weil ich und auch meine Frau Anita sind also wirklich also sehr für die Elefanten, nicht? Für die Erhaltung. Also wird eh so viel gemacht, dass sie immer mehr reduziert werden überall, nicht? Und diese ganzen Poachers da, diese Elefantenjäger, nicht? Wegen die Stoßzähne und so weiter, das ist ja furchtbar. Nicht? Ja, das ist hier nicht der Fall. Hier in Mosambik wird den Wildtieren sehr gut geschaut. Da gibt es sehr strenge Regeln. Unsere Natural Resource Management Committees, die müssen auch schauen, dass keine Wilderer rumgehen und Tiere runterschießen oder mit Fallen reinholen und so weiter. Also es ist alles sehr stark reglementiert, aber in dieser Bufferzone, wo natürlich die Elefanten rauskommen, werden sogenannte natürliche Zäune aufgebaut. Und diese natürlichen Zäune, das sind Stöcke im Boden drin, in regelmäßigen Abständen, wo es Bienenhäuser drauf hat oder Bienenstöcke drauf hat, um die Elefanten ein bisschen in andere Richtungen zu verdrängen, wo weniger. Genau.
Super. Aber sonst haben alle Wildtiere haben hier nur natürliche Zäune, also diese Pufferzone, den Wald und so weiter, wo sie sich frei bewegen können. Rein und raus. Alles. Auch Büffel, Antilopen, da geht alles rundherum da. Gut. Super. Ja, gibt es noch weitere Fragen? Wir haben ja noch ungefähr eine Viertelstunde Zeit, also nutzt heute die Gelegenheit, das zu fragen, was ihr schon immer fragen wolltet oder was euch speziell ja, in Afrika, in Mosambik interessiert. Was war die spezielle Aufgabe von Antonio im Projekt? Er kommt jetzt, you tell him yourself, what is your job? Oh, okay. Actually, we missed to introduce ourselves. I am the National Meal Coordinator. I'm the National Monitoring, Evaluation, Accountability and Learning Coordinator at ADRA Mozambique. Also ich arbeite bei ADRA Mozambique und bin national für Monitoring, also das ist Überwachung, Evaluierung und auch dann das Lernen aus dem, was wir rausfinden, verantwortlich. So. I thank God for that gift because when I joined ADRA as a communication intern. Okay, ich danke Gott wirklich für dieses Geschenk. Ich habe mit ADRA gestartet als ein Intern, als ein Praktikant im Bereich Kommunikation. That was in 2019. Das war 2019. And you know, I started getting interested in monitoring and evaluation. So I started working as an assistant. Okay, ich habe mich für dieses Monitoring, die Überwachung und Evaluierung interessiert und habe als Assistentin im Bereich gestartet. At the same time, I, you know, there was a challenge for me to be the advocacy officer for the every child everywhere in school. Okay, und gleichzeitig hatte ich eine besondere Herausforderung. Ich war verantwortlich für die Advocacy oder so Fürsprache-Kampagne, die ADRA weltweit gemacht hat, von der ihr vielleicht auch in Österreich gehört habt, Every Child Everywhere in School, also jedes Kind überall in der Schule. So I successfully managed that program, promoted by ADRA International Network. Das Projekt habe ich gemanagt, was von ADRA International für das ganze Netzwerk beworben wurde. Yeah, it was a 3-year project or program. Das ging über 3 Jahre. Then, you know, I was promoted for meal officer. Dann bin ich praktisch Officer geworden oder verantwortlicher für dieses Monitoring, Evaluierung. Yeah, so this year in September, I was promoted to work as the National Meal Coordinator for ADRA Mozambique. Und dieses Jahr im September bin ich befördert worden, auf nationaler Ebene praktisch die Projektüberwachung und Evaluierungen zu leiten. So, here in Sofala, I just came because of this task with Marcel together conducting the Kukwiza Learning Workshop Evaluation. Okay, und ich bin jetzt in dieser Woche mit Marcel zusammen nach Sofala in die Region gereist, weil wir zum Ende von dieser ersten Projektphase einen besonderen Workshop durchgeführt haben, um gemeinsam mit dem ganzen Team und den Communities zu lernen, was die Erfolge, aber auch die Herausforderungen im Projekt waren und dann das, was wir daraus lernen, auf die anderen Projekte im Land natürlich dann auch anzuwenden in der Zukunft. So this is a kind of this is a kind of a school where Marcel is piloting the approach of a learning workshop, and I am the one getting this knowledge so that I can replicate to our meal officers in, you know, at ADRA Mozambique. Das ist ein neuer Ansatz, den jetzt der Marcel begleitet, einführt. Vielleicht kann ich sagen, früher gab es eher, dass eine externe Person ein Projekt bewertet hat und jetzt versucht man intern gemeinsam zu lernen, das zu evaluieren. Und ich bin jetzt dabei, um das auch zu lernen an diesem Beispiel und dann im ganzen Land weiter auszuweiten auf andere Projekte. At the family level, I am married to Christine.
Okay, privat bin ich mit Christine verheiratet. Yeah, as you can see, I am a married man. And verheirateter Mann. Yeah, we have one daughter so far of 5 years old. Five years old. Okay, wir haben eine 5-jährige Tochter. Yeah, so I am from this area where we are today with Marcel. I'm from Sofala province. Okay, ich komme hier aus der Provinz Sofala. But now I'm based in Maputo, the Mozambique capital. Aber lebe jetzt in Maputo in der Hauptstadt. I could talk more about myself, but I only thank God for the opportunity to join the ADRA team. Ich könnte euch noch mehr erzählen, aber ich danke Gott einfach für die Möglichkeit, im ADRA-Team mitzuarbeiten. Ja. Er geht unten in Maputo in die Gemeinde. Okay. You joined the church on No, it wasn't here. In Sofala. Yeah, but okay. Now you're here. Okay. So, wir haben eine weitere Frage von den Geschwistern. Das kann ich jetzt gar Ja, bitte, ja. Ja, mich hat interessiert, ob die alten Menschen auch eine gute geistliche Betreuung dort haben in der Gegend. Ich werde da ein bisschen antworten. Ich hatte gerade heute eine Konversation mit jemandem hier von der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit. Und es ging um Werte, die wir pflegen draußen im Feld. Und die österreichische Entwicklungsagentur ist nicht sehr daran interessiert, dass wir eben geistliche Werte weitergeben. Und ich habe ihm heute gesagt, wir müssen das gar nicht. Die Leute im Feld draußen, die, wenn sie zum Beispiel ihre Spargruppen starten, dann wollen sie zuerst singen und beten. Und nach dem Sparzyklus wird wieder gesungen und gebetet. Und sie haben ihren Pastor mit dabei. Und ich finde das eine wunderbare Sache, wie hier das Geld und ihre Fähigkeiten und Gaben in Gottes Hand gelegt wird und um den Segen gebeten wird. Und wir sind hier in einer Region, die friedensfördernde Maßnahmen benötigt und in unseren Projekten auch friedensfördernde Maßnahmen drin hat, weil hier Bürgerkriegsland ist. Das ist sehr viel Bürgerkrieg, da sind Hunderttausende von Menschen gestorben in wenigen Jahren. Und wir sehen, dass die Leute durch den Glauben sehr schnell stabilisiert werden, obwohl die politische Unruhen und so weiter die Leute immer wieder versucht, auf verschiedene Richtungen zu reißen, werden die Leute jetzt relativ schnell stabil durch ihren Glauben. Und das ist eine super Sache. Echt schön zu sehen, dass wir auch mit den Werten, die wir weitergeben, die Leute sehr schnell Vertrauen gewinnen zu uns und auch umsetzen, was sie lernen in den Trainings. Und wir haben hier einen Erfolg, den alle anderen Partner jetzt in den größeren Projekten auch gar nicht haben. Und die österreichische Entwicklungsagentur fragt sich, wie wir das machen. Und ich habe ihm gesagt, das sind Werte, wir pflegen Werte und unsere Leute lieben die Menschen draußen und da entstehen sofort Beziehungen. Und ja, wenn ich hier aufs Feld rauskomme, ich glaube, wir stellen dann mal ein paar Videos rauf, wie das ausschaut. Die Leute empfangen uns, die tanzen und singen und freuen sich riesig, dass sie uns erklären können, zeigen können, wie sie besser machen, dass sie keinen Hunger mehr haben und dass es ihnen einfach besser geht. Und das ist wirklich eine schöne Sache hier, die ich jedes Mal wieder erlebe, wenn wir hier rausfahren.
Ja, danke Marcel. Das ist eigentlich schon ein schönes Abschlussstatement. Nichtsdestotrotz möchte ich noch fragen, ob da vielleicht noch ein, zwei Fragen sind, die sich sicher noch ausgehen. Norbert, ich glaube, du wolltest auch noch was fragen. Ja. Wie viel Fläche bewirtschaftet eine Familie oder weiß nicht, wie das eingeteilt ist? Ich habe die Frage nicht verstanden. Wie groß ist die Fläche, was eine Familie oder so eine Gemeinschaft bewirtschaftet? How big is the area for one farm and for one farm family? Ah, okay, the hectares. Mm-hmm. Okay. Normally one hectare, that is the average 1 hectare, and some may go up to 1.5 hectare, others 2 hectares. Also der Durchschnitt ist so 1 Hektar, manche haben 1,5 oder sogar 2, aber der Durchschnitt ist 1 Hektar für eine Familie. Anhängend noch, ist es begrenzt oder ist es einfach, weil mehr nicht zum Schaffen ist? Ja, es ist begrenzt, weil die Leute gar nicht mehr imstand sind, händisch zu erarbeiten. Sie hätten schon die Möglichkeit, an mehr Land ranzukommen, aber das schaffen sie nicht. Sie haben jetzt vorher meistens nur 0,5 Hektare angebaut und jetzt gehen sie schon auf 1. Before there were just 0.5 Hektar. Yes. You are right. Even in terms of the production, before they used it to, you know, to harvest 1.2 tons in 1 hectare, for example. But now, within these 3 years of the Kukwiza project implementation, there are testimonies of the people who are saying in the same area where they use it to produce, 1.2 tons, they are now able to produce 2.9 tons of the maize. Okay, also wir haben Zeugnisse von verschiedenen Familien, dass sie auf der Fläche Land, die sie angebaut haben vor dem Projekt, ungefähr 1,2 Tonnen Mais ernten konnten. Und manche Familien haben jetzt berichtet, dass sie auf derselben Fläche nach den 3 Jahren Ausbildung im Projekt 2,9 Tonnen Mais ernten können. Ja, so we got these testimonies during the learning workshop sessions we had with Marcel. From Monday to, Monday, Tuesday. So the beneficiaries, even the government itself, which was there also represented, had, testimonies, gave these testimonies on how the production yield has increased in these 3 years that we are working with those remote areas communities. Diese Daten haben wir jetzt die letzten Tage in diesem Learning Workshop bekommen, sowohl von Beneficiaries, aber auch von der Regierung, die Region betreuen, dass sie innerhalb der letzten 3 Jahre praktisch diesen Anstieg an Ertrag haben auf ihren Feldern. Was wir vielleicht noch nicht gesagt haben, ist, dass die Leute auch gelernt haben, besser zu kochen, Nahrungsmittel zu kombinieren. Dass einfach die Leute auch ein bisschen reichhaltigere Nahrung zu sich nehmen. Und das sehen wir auch schon in den Regionen, dass da ziemlich etwas gegangen ist. Vor allem bei den Kindern sieht man es. Ja, da fällt mir noch eine was ein. Ja, Norbert, bitte. Weil Maschinen stellen wir nicht zur Verfügung, aber nehmen Sie schon Zugtiere oder so in der Richtung oder alles selber händisch? Alles von Hand. Peter hat noch eine Frage. Ja, an den Antonio, nämlich wo sieht er für sich jetzt in der Verantwortung, die er hat in der Region, in der Zukunft die großen Herausforderungen, die noch auf ihn zukommen? Where do you see your challenges in your responsibility as a meal coordinator? Okay. In terms of the challenge, I think one of the things is that we are still missing on capturing the most significant impacts in terms of documenting what is working very well and market it so that it is like our intellectual property as Agra Mozambique and say, look, with this innovation here, with this approach here, we have come
to this stage and it is working very well. But that story, well documented, is something that we are still missing a little bit. We need to get to that stage. And we will rely a lot on Marcel also in terms of trainings on that particular aspect, on how to document a story and capture the changes. Also eine Herausforderung, die wir haben, ist so diese Veränderung wirklich festzumachen an Daten und die auch zu dokumentieren und dann zu teilen, dass wir sagen können, mit diesen Herangehensweisen haben wir diese Art von Erfolg, um das dann auch zu replizieren. Also einfach diese Dokumentation, das zu branden und zu sagen, das ist unsere Herangehensweise als Paket und die hat diesen und diesen und diesen Effekt in Zahlen dann auch. Und daran arbeiten wir jetzt mit Marcel auch hier. Ja, gibt es vielleicht noch eine letzte Frage? Ja, bitte. Also, ja, der Frage, was gibt es denn für Schutzmaßnahmen, wenn ein Zyklon auftritt? Da ist ja die Gefahr groß, dass das ganze der Mais von Feld sich in die Waagrechte begibt, oder? What are the protection mechanisms when a cyclone is coming? Okay. For the fields. Mm-hmm. Huh? For the fields, for example, for the crops. Yeah, for the crops. Well, that is also one of the gaps. So far I cannot see one of the protection, the protection mechanism for the crops. When, let us say, when there is a flood, when there is a, heavy wind, we normally struggle seeing the maize, falling down in the farms. So I cannot see any mechanism so far that we may apply to protect the crops in the farms when there is a huge climate disaster landfall. Ja, also das ist eine große Herausforderung. Wenn so eine richtig, richtig schwere Unwetterkatastrophe kommt, gibt es keine Möglichkeit, jetzt zum Beispiel den Mais zu schützen. Wenn da eine richtig hohe Überschwemmung kommt mit Sturm, ist der Mais flach. Mhm. Ja. We are doing well in terms of applying the best agricultural practices, the farming conservation. Yeah, on that we are doing very well. But then in terms of protection, I think that is not only the gap for ADRA Mozambique field team, but also at the national level, the government level, I cannot see any mechanism being applied to prevent the crops from the destruction. Also wir sind wirklich gut dabei, den Ertrag zu steigern und so, aber das ist eine Lücke, die wir haben, aber natürlich auch auf nationalem Niveau, auf Regierungsniveau, wenn die richtig großen Klimakatastrophen kommen, kann man die Felder nicht wirklich schützen davor. Maybe if you do have some recommendations on a mechanism or strategies that we can start thinking of, that I think we would much appreciate. Eine Sache vielleicht noch. Wir haben jetzt während diesen Learning Workshops haben wir auch mit dem Landwirtschaftsministerium gesprochen. Die waren bei uns. Die haben ja mit uns zusammengearbeitet und da gibt es diese Methodik von Conservation Agriculture, also das Konservieren von den natürlichen Ressourcen in der Landwirtschaft. Und was wir schon dran sind und was ich den Leuten nachgesagt habe, ist, dass wir nicht nur auf einer Ebene anpflanzen dürfen, the different levels of cultivation. Was wir in den kommenden Saisons sicher machen werden, ist auf mehreren Levels anbauen, also nicht nur unten die kleinen Pflanzen wie Kartoffeln und so weiter, sondern eben auch mittelgroße Pflanzen, die Büsche und Sträucher und so, und dann eben auch Fruchtbäume oben, die den Wind ein bisschen absorbieren. Und da sind wir dran. Das kommt in der nächsten Phase. Aber und ich denke,
Und es sind auch alternative Einkommensmethoden, auch einfach auch Kleinunternehmen zusätzlich, dass die Familien mehr verschiedene Standbeine haben und so nicht so verwundbar sind. Das Leben von den Menschen ist mal gesichert, wenn ein Zyklon kommt, aber mit der Ernte sind wir noch nicht ganz so weit. Wie lange ist dieses Projekt angelegt und wie lange wirst du noch dort bleiben, Marcel? Das Projekt geht jetzt die nächsten drei Jahre wieder. Das beginnt jetzt im Jänner. Aber ich bin nur da jetzt bis Ende Woche und dann gehe ich nach Hause. Ich muss dann wahrscheinlich im Frühjahr wieder runter, nochmal für Trainings, weil halt eben vom Staat hier, aber auch von unseren Geldgebern noch einiges an Anforderungen noch nicht ganz erfüllt ist, wo wir einfach noch ein bisschen aufholen müssen. Aber sonst läuft es gut. Also die Projekte hier, die österreichische Entwicklungsagentur ist super glücklich mit unserer Arbeit hier. Und die Bauern lieben uns. Sie wollen noch mehr Informationen und noch mehr Informationen. Da lernen sie auch dazu, jetzt wo sie noch weitere Informationen holen können. Ein ganz kleines Beispiel, wir saßen diese Woche draußen und es kam ein richtiges Gewitter und die Leute hatten, zum Teil haben von diesem Disaster Risk Reduction Committee, haben Leute schon Smartphones, aber sie wissen nicht, dass es eine App gibt wie Wetterradar, wo sie schauen können, wie Zyklone kommen. Und das habe ich ihnen innerhalb von 2-3 Minuten erklären können. Die haben sich schnell die App runtergeladen und haben gesehen, wie dieser Sturm vorbeizieht. Und das war für diese Leute ein enormes Erlebnis auf der einen Seite und auf der anderen Seite ein riesiger Fortschritt fürs nächste Mal. Mhm. Und solche kleinen Sachen und auch größere Lernaktivitäten müssen wir halt einfach machen. Ja, leider ist die Zeit immer so kurzweilig, dass das so schnell herumgeht. Ich fand das unheimlich spannend. Vielen lieben Dank an Marcel und an Antonio, dass ihr euch, obwohl ihr da ja einen engen Terminplan in eurem Projekt habt, euch die Zeit genommen habt, mit uns zu diskutieren. Thank you very much, Antonio. This was very great that you gave us some insights in your work and that you could show us what you are doing and what are your plans for the future. And it's very impressive for us to see all the success you make possible in the last 3 years. And we wish you all the best for the next 3 years and much success for this project. And we are so thankful for our Lord that he helps us in all these projects so much. You know, on behalf of ADRA Mozambique team, I would also want to share our gratitude for your full support. I was talking to Marcel this afternoon because when we were leaving Nyamatanda district to Beira, we went to visit my mom because it's a way, you know, it's a way for Beira. So we passed it through my mom's house. Okay. Ja, ich möchte einfach auch von Seiten von ADRA Mosambik ein ganz herzliches Dankeschön für eure Unterstützung sagen. Wir sind heute aus der Projektregion nach Beira rübergefahren, wieder in Richtung Flughafen ans Meer und sind beim Haus von meiner Mutter vorbeigekommen. So, during our lunch there, which was prepared by my mom. Meine Mutter hat gekocht für uns, Mittagessen. I was talking to Marcel that, you know, what people in Austria and any other part of the Europe who are supporting the Kukwiza project might not know. Und ich habe mit Marcel diskutiert, was Leute vielleicht nicht wissen, die in Österreich unser Projekt unterstützen. Is that you are not only helping or supporting the vulnerable population or beneficiaries of the Kukwiza project. Ihr unterstützt nicht nur die wirklich sehr verwundbare Bevölkerung in diesem Kupitzer-Projekt. You are also benefiting, you are also supporting us here. Myself as a technician, I'm also very glad to be part of this team of the project.
Auch ich als Techniker bin wirklich dankbar, Teil von diesem Projekt zu sein. He saw the house that I am building for my mom. And they say, this is also part of your support to you people who are there. So we thank God for that generosity from your side. Ich kann dadurch, dass ich eine Arbeit habe, kann ich meine Mutter dabei unterstützen, ein besseres Haus zu bauen. Und das ist auch Teil von dem Ganzen. The rest, I know Jesus is preparing the best to reward each one of you and us as well here in Mozambique. Marcel? Ja, Jesus ist der, der uns eben alles gibt, was wir brauchen und uns unterstützt, dass wir unser Leben leben können. Ja. So I pray in my heart that God keeps helping you, blessing you in terms of help and keeping the heart of the generosity, of the supporting others, thinking on others. What you are already doing. So may God bless you so much. Ja, und ich bete in meinem Herzen, dass Gott euch weiter segnet, euch Gesundheit schenkt und einfach auch das offene und danke für das offene Herz, das ihr habt. In another opportunity, if I get it, I would like to share my testimony on how I converted to Adventist Church during my adventure in looking for good opportunities in this world. But for today, I can stop from here. Bei einer anderen Gelegenheit erzähle ich euch gerne mal mein Zeugnis, wie ich zur Adventgemeinde gekommen bin, während ich so meinen Weg gesucht habe. So, I can write it down. Marcel is advising me, if I can write it and share with you, because I think that story may encourage other people to know that there is a big plan that we may not know that Jesus wants to fulfill in the life of each one. Und Marcel hat mir gesagt, schreib es einfach auf, das können wir teilen, weil das wird sicherlich Leute inspirieren, zu sehen, wie Gott einen großen Plan in unserem Leben hat. Auch von meiner Seite ganz herzlichen Dank für eure finanzielle Unterstützung, für die Unterstützung im Gebet. Es ist dieses Mal wieder auf meiner Reise alles gut gelaufen, Gottes Segen überall spürbar. Ich bin überall durchgekommen, Flüge, alle funktioniert. Wir konnten alles besuchen. Es hat geregnet und geschüttet, aber wir sind mit dem Auto nicht stecken geblieben. Es ist einfach nur ein enormer Segen alles. Und ganz herzlichen Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen lieben Dank, Antonio. Vielen Dank, Marcel. Und lieben Dank auch Corinna für das Übersetzen und euch allen auch vielen lieben Dank, dass ihr unsere Arbeit immer so großzügig unterstützt, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Das war jetzt unser zweites Live-Webinar und wir werden das auf jeden Fall im nächsten Jahr wiederholen, dass wir auch im nächsten Jahr wieder 2, 3 Webinare haben, weil ich finde das ja unheimlich toll, wenn da so eine Gruppe von 10, 12 Personen zusammenkommt und wir Fragen stellen können zu den Projekten, ein bisschen auch lernen können, was dort geschieht und wir auch sehen, was mit den Spendengeldern, die dann noch durch staatliche Gelder von der Republik Österreich, der ADA in diesem Fall, noch vervielfacht werden, was wir gemeinsam da bewirken können. Also vielen lieben Dank an euch alle. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Abend. Antonio und Marcel, euch wünsche ich noch die nächsten Tage weiterhin so viel Erfolg. Marcel, dann alles Gute für den Rückflug und die Heimreise. Und Antonio, dir Gottes Segen und alles Gute für die nächsten 3 Jahre. Thank you very much. Schönen Abend euch. Danke. Dankeschön. Bye. Yeah. Karina, thank you very much for translation. Yeah, welcome. You. Very welcome. Okay. All right. Anything from us?